Meine lieben Kreativlinge, ja, ich hoffe, die Hintergrundgeräusche nerven nicht zu sehr. Aber die Spielmaschine ist an. Und zwar, ihr habt gelesen, Kooperation mit Globaland. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, diese drei oder Layering-Blütenstandsschablonen zu nutzen. Entschuldigung, das wird diese Nummer. Ich werde auch alles, was ich aus der Kooperation habe, nochmal alles in der Infobox verlinken. Und mit einem Rabattcode, der NATA10 ist, also den könnt ihr auch 20 Mal nutzen, 30 Mal nutzen. Ja, und dann habe ich die Boxstandschablone mir noch rausgesucht. Da ist ja allerhand an Zubehör dabei. Das ist die hier. Finde ich sehr cool, der hat auch eine richtig, richtig schöne Größe. Allerdings, ich habe ja gesagt, ich bin überzeugt von den Stand, ich bin überzeugt von Globaland, dass immer mal ein Fehler drin sein kann. Ja, passiert auch bei namenhaften Herstellern. Allerdings bin ich ja etwas enttäuscht. So, musste mit meiner Katze kurz schimpfen. Ja, allerdings bin ich etwas enttäuscht. Ich habe mich so unglaublich, so, so, so unglaublich auf diese Boxstandschablonen gefreut. Ich habe die auch dann, als es ankam, gleich ausprobiert, das Video abgedreht und habe es ausprobiert. Und zwar, weil ich eigentlich schon damit anfangen wollte. Ja. Etwas schade. Das ganze Ding ja, kommen jetzt Einzelteile raus. Also ich habe es ausgestanzt und ich hatte es quasi schon in der Hand, so wie es hier liegt. Ihr seht schon die Klebelasche. Also ich habe das nicht zurechtgeschnitten oder so. Ich will das euch nicht voranhalten. Kann sein, dass ich vielleicht Monatsprodukt erwischt habe. Ich werde mir die selber auch nochmal bestellen. Das dazu, um zu testen, ob ich wirklich vielleicht Montagsprodukt erwischt habe. Aber wie gesagt, ich habe die gestanzt und es kam schon so raus. Das Außenrum habe ich weggeschmissen. Was sehr, sehr schade ist, dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es Teil wirklich nur dieses Teil. Dann habe ich das Teil hier probiert. Und ja, ne, ihr seht. Und es ist kart. Genau, es ist Cardstock. Ich glaube, 220 Gramm sollte es eigentlich aushalten. Klar, ich hätte 300 Gramm nehmen können, aber sollte es eigentlich aushalten. Aber ihr seht schon, es fällt total auseinander. Sehr, sehr schade. Dann habe ich versucht rumzuspielen, indem ich eine Prägematte nehme, also eine Silikonmatte. Und habe dann, ja. Ich habe es. Habe ich auch gerade überlegt. Einfach dickeres Papier nehmen, damit mal testen. Ich habe jetzt aber gerade. Wollte jetzt nicht drin quatschen, aber ist mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen, wo vielleicht dickeres zu benutzen. Ich glaube, ich hole dann gleich mal welches. Ja. Ich habe es dann mit einer Gummimatte, also mit einer Silikonmatte geprägt quasi. Also ihr seht. Es sieht schön aus, also man könnte es jetzt rein theoretisch einmal ausschneiden. Aber was ich jetzt noch versuchen werde, ich hole jetzt nochmal 300 Gramm Papier. Dauert halt nur einen Moment. Das kommt jetzt alles mal weg. So, ich habe jetzt 300 Gramm Cardstock geholt. Ihr seht's. Dann nehme ich mal so eins raus und probiere das einfach nochmal. Weil, wie gesagt, ich finde, die Box hat eine richtig, 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 richtig tolle Größe. Und dann hoffen wir einfach, dass es damit funktioniert. Ich habe auch schon der Aviva geschrieben. Sie hat gemeint, ich soll es nochmal testen, nochmal probieren, nochmal ein wenig rumspielen. Vielleicht klappt es bei mir einfach nicht.
Oder halt, ne? Sie hat jetzt noch keine negative Rückmeldung bekommen, dass es bei den anderen nicht klappt, weil das ja schon ein paar Mal gekauft worden ist. So. Schiebt jetzt einfach mal beiseite. Oh, ich sehe. Also rausfallen tut schon mal der Rand. Das werden wir gleich sehen. Das Ganze wird jetzt quasi noch vom Klebeband gehalten. Nee. Auch das ist. Das ist einfach, ja. Leider nicht. Also das, ihr seht, es reißt. Es ist jetzt 300 Gramm Papier und ich ziehe, ja, ich ziehe schon etwas mit Druck. Aber es ist leider nicht das. Ja, sehr schade. Aber gut. Die zwei Teile hebe ich nochmal auf, damit kann ich dann ATC zumindest zurückschneiden. Wie gesagt, funktioniert leider nicht. Eventuell bestelle ich mir das selber noch einmal und habe vielleicht Glück und ich kriege ein anderes. Also, ich würde jetzt mal behaupten, kein Montagsprodukt. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir alle Maße rausgeschrieben und wir versuchen das jetzt halt einfach so zu basteln. Okay, für den Boden brauche ich jetzt erstmal Cardstock in den Maßen 9x15. Ich überlege gerade, mache ich da die 15? Na, ich mache da die 9, sonst habe ich zu viel Abschnitt. Also 9x15. Das wird jetzt ringsrum bei 1 cm gefalzt. Weil wie gesagt, ich habe mich so auf die Box gefreut und ich wollte meine Kooperation wirklich rund um diese Box aufbauen. Aber ja, leider nicht. So, dann brauche ich 17 mal 8. Das sind die Seitenteile. 17 mal 8. Das zweimal. Das kann ich schon mal falzen auf einer Seite, auf der kurzen Seite bei 1 cm und auf der langen Seite einmal bei 2 cm und einmal bei 7 cm. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich die gleiche Richtung habe. Aber so kann man es dann wenigstens selber nachbasteln, ohne dass man eine Schandschablone braucht. Aber wie gesagt, das wäre halt so schön gewesen. Die beiden Teile sind identisch. Also von den Falzen her. Und dann brauchen wir noch für die Front und die für die Rückseite brauchen wir noch 2 Stück in den Maßen 14 x 17. 14. Mal 17. Und die werden gefalzt auf der langen Seite einmal bei 2 und einmal bei 7 und auf einer kurzen Seite bei 1. Ich gucke nur gerade, wie ich diese Falz hier gemacht habe. Das wäre dann quasi hier. Dann bräuchte ich hier meine Falzlinie, also auf der rechten Seite. Ich habe oben die kurze Falz. Dann brauche ich das hier bei 1 cm, weil das sind die Klebelaschen. So, nochmal bei 2. Und bei 7. Jetzt fliegt hier eine Fliege rum. Schaue ich nochmal, Konole. Hier. Hier muss die Klebelasche hin. So. Jetzt haben wir 2x2 identische Teile.
und dann wird es quasi einmal so ringsrum geklebt. Jetzt schneiden wir uns erstmal die Klebelasche zurecht. Habt ihr die Fliege gesehen? Ich fange mit dem Boden an. Da schneide ich jetzt die Klebelaschen einmal raus, so ringsrum. Ich habe die Kommentare auch gelesen, auch wenn ich es jetzt aktuell noch nicht beantwortet habe. Aber es haben sich viele auf diese Box gefreut, weil ja auch bald Weihnachten ist und so. Aber ja, wie gesagt, leider nicht Funktion. So, dann haben wir hier das Teil. Da schneiden wir jetzt von unten hier die Ecke raus. Und dann haben wir ja hier diese Falz, das ist in der Mitte. Da schneiden wir auch so die Klebelaschen raus. Und dann hier oben das Quadrat einmal komplett weg. Und hier eine Klebelasche. Dann schaut es so aus. Das machen wir mit dem Teil ganz genau so. Dann muss ich mal splinzen, weil das andere Teil müssen wir ja noch bearbeiten. So, da schneiden wir auch einmal die Klebelaschen hier raus. Ne, so rum erst. Und auch dieses Quadrat einmal komplett weg. Weil da müssen wir ja dann gleich nochmal falzen mit dem Dotting-Tool. So, und dann hier nochmal. Dann nehme ich mir ein Dotting-Tool. Und zwar jetzt von hier oben, von dieser schmalen Falz, nehme ich mir jetzt erstmal die Mitte. Das sind 3,5. Die ist schmaler. Einmal hier. Und einmal hier. Das verbinde ich jetzt. Und dann haben wir ja hier diese Falz. Und dann mache ich mir zwei Schrägen. Einmal hier und einmal hier bis zu der nächsten Falz. Also bis zur Kante, Falz, bis zum Eckpunkt. So, dann machen wir dasselbe Schauspiel auch wieder. Die Mitte markieren, 3,5. 3,5. Im Anschluss vom Video werde ich dann auf jeden Fall gleich die Box nochmal bestellen für mich separat. So, dann nehme ich einen Eckenabrunder und runde mir mal jetzt einmal die kompletten Ecken hier ab, dass ich auch was sehe. Ich war schon wieder Kuddelmuddel hier. Aber ja, diesmal mache ich ja alles selber. Hier die Box leider. Ich könnte es immer noch sagen. Es ist so schade.
hoffe, die Spülmaschine ist wirklich nicht zu laut, ne? So. Dann will ich aus dem Set diesen Teil hier noch mitstanzen. Wie gesagt, wenn die Box funktionieren würde, ist es wahnsinnig viel Zubehör dabei, was man wirklich rumspielen kann und machen kann. Das gehört übrigens in dieses große Teil rein. Was ich mit dem Set mache, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich hoffe, man sieht. Weil eigentlich ist es ja wirklich zu schade zum Wegschmeißen. Es hat ja auch Geld gekostet. Ich will es ja nicht wegschmeißen. Vielleicht werde ich dann doch nochmal dran rumprobieren, bis meine anderen Sachen da sind. Also wenn ich jetzt dann bestelle. So. Das lässt sich aber schon mal schön raustrennen. Also ich werde weiterhin bei Globaland bestellen, definitiv. So. Da will ich Vellum dahinter kleben. Das markiere ich mir jetzt erstmal. Muss jetzt nicht das Schönste sein, einfach nur so, dass ich... eine Markierung habe. Gerade überlegen. Diesmal vorhin übrigens auch wieder kaputt gegangen. Keine Ahnung, was ich mache. Könnte man jetzt das Gitter auch so lassen, aber ich möchte halt eben Vellum dahinter haben. So. Auto wieder verstopft. Wenn ich den immer nicht so oft benutze. Trocknet der Kleber immer. Und ich vergesse es halt immer zuzudrehen. So. Dann falze ich jetzt erstmal alle Falzlinien nach. Das ist vom Stanzen jetzt. So. Es gibt ja auch rein theoretisch keine Box, die man nicht selber machen kann. Die eine ist mehr oder weniger aufwendig, die eine ist, ja, die geht jetzt relativ einfach. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich rein theoretisch keine Box, die man nicht nachbasteln kann. So, die werden so geknickt. Dann geht es jetzt mal in den Zusammenbau. Oh, ich fange hiermit an.
machen sollten, ist man es vielleicht auch. Also ihr seht, ich bin keine professionelle Bastlerin. Machen wir gleich alles. Ein bisschen die Ecken rein. Bin gesuppelt. Aber gut. Mein Lieblingstool. Das hat mir schon sehr, sehr oft den Allerwertesten gerettet. So, dann kommt hier wieder ein schmales Teil. Das Video dauert halt ein Müh länger als sonst. Ja, weil wie gesagt, ich alles selber mache und ich euch die Blume dann auch noch zeigen möchte. Bin gerade am Überlegen, wie ich das am dürfsten zusammenklebe. Das sind ja die ganzen Einzelteile, wie wenn ich es ausstanzen würde. Bloß, dass ich es eben nicht ausstanze. Naja, so kriege ich dann trotzdem meine Box irgendwie. Auch wenn es jetzt nicht professionell ist und vielleicht etwas schräg und chaotisch, aber ich mache meinem Namen alle Ehre. Aber wir kommen auf jeden Fall in diese Richtung. Aber da hält es irgendwie nicht richtig. Ich glaube, da muss ich nochmal irgendwie drunter. Ich treffe das Loch nicht. Ich habe auch so eine ähnliche von Lawn Fawn, aber die ist kleiner. Deswegen fand ich die Größe halt sehr, sehr cool. Wenn jemand die Box zufälligerweise hat und hat die schon mal getestet, kann mir ja mal sagen, ob es bei ihm besser ist. Also ob die bei ihm richtig funktioniert, so dass man die Falzlinien hat, statt dass das ausgestanzt wird. Oder ob ich wirklich einfach so ein Montagsprodukt habe. Dass ich schön aufeinander bin. Da muss ich noch ein wenig rutschen. Sehe ich gerade einen Fehler im System? Werde ich dann gleich sehen. Ich konnte ja vorher ab nicht testen oder ich wollte sie vorher
Abnet auch nicht testen. Ich habe mir nur die Maße rausgeschrieben. So als hätte ich sie quasi ausgestanzt. Ja, könnt auf jeden Fall mal Bescheid sagen, wenn einer die Box vielleicht schon hat. Man hat die auch schon mal getestet oder würde sie eventuell mal testen, ob er dann oder sie, ich gender nicht, auf jeden Fall, ob nur meine so funktioniert oder allgemein. Die sind... Bis dahin, also wenn das Video online kommt, habe ich eh schon bestellt. Aber wird wahrscheinlich länger dauern. Wobei, die kam ja schnell an. Kam ja innerhalb von 4 Tagen an, die Sachen. So, das lasse ich jetzt erstmal trocknen. In der Zeit widmen wir uns reinstes Chaos. Den Layering-Blüten. Wir machen jetzt erstmal ein Set. Die anderen habe ich schon vorbereitet, das zeige ich aber euch gleich. Die habe ich jetzt schon mal hier, die, was ich noch machen möchte. Und zwar fangen wir mit der größten Blüte an. Was ich unglaublich cool finde an dem Set, was ich unglaublich cool finde, dass die, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die sind nummeriert. 1. Da ist die 2. Also die sind nummeriert. Das ist, finde ich, unglaublich genial. So tut man sich an Mühe leichter. So, ich fange mit der hellsten Farbe an. Ich mache lila. Also die standen auch sehr gut. Na, zu gut. So, das ist die 1. Dann, da kommt die 2. Die 3. Also ihr seht schon, ich hab die anderen schon vorbereitet, die zeige ich euch gleich. Die 3. Dann haben wir hier, das habe ich schon mal fertig gemacht. Das ist ein ganz kleines, ja, Blütengestängel. Das ist die 4. Oder halt, ja, nicht nummeriert. Das wäre jetzt dann quasi die 11. Weil der zählt, oder das wären die Blüten, das sind 3 verschiedene Blütensorten. Und die zählt er halt als 1, 2, 3, 4. 5, die nächste Blume ist dann 5, 6, 7. Die nächste Blume ist dann 8, 9, 10. Und das ist dann die 11 und die 12. Na, wisst ihr, wie ich meine? Und diese Geteile da, die sind für jede Blüte dann gedacht. Da. Ho, ho. Also die Blütenstempel sind dann für jede Blüte gedacht. Jetzt muss ich nochmal meinen Prototypen raussuchen. So, jetzt muss ich erstmal kleben. Jetzt muss ich erstmal schnell gucken, wie. Ich habe mich nämlich an den Bildern orientiert, aber ich glaube, so, ja, so, ist gar nicht so einfach, die tatsächlich ein bisschen zusammenzubauen,
Am besten nimmt man sich die Hilfe von der Globalland-Webseite. Das sind die ja einmal abgebildet, so als Fotografie nett, aber als Darstellung. Jetzt wird es auch bald klingeln. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Weil ich habe mir die Fotografie oder beziehungsweise das Bild von der Webseite als Hilfe genutzt. Weil die tatsächlich nicht so einfach zusammenzubauen sind. So, dann kommt das. Das ist jetzt für mich selber nicht persönlich so wichtig, wie das angeordnet ist. Wichtig ist, sind die großen Teile. So, dann die zwei kleinen Teile. Einmal den Stern. Finde ich süß, dass das ein Stern ist. So, und dann die Blütenstängel. Man kann die Farben ja komplett variieren, wie man möchte. Aber ich wollte halt dann so ein bisschen zum Farbverlauf, wobei das für mich tatsächlich ein bisschen schwierig ist. Ich habe gar nicht so viel Papier, was so Farbverlauf ist. Wisst ihr, wie ich meine? So immer so abgedunkelter. Habe ich tatsächlich relativ wenig. Müsste ich mal auf meine Wunschliste setzen. Ich wüsste aber gar nicht, wo es gibt. So. Zeige ich jetzt mal die drei Blümchen von genaueren. Einmal die hier. Einmal die hier. Einmal die hier. Dann die Blätter. Die finde ich tatsächlich etwas... Ja, ich finde, es sieht aus wie so ein... Ne, so ein Blatt halt. Ich will jetzt das Wort nicht sagen. So ein Blatt halt. Aber ich finde es cool, weil es halt nicht platt ist. Also, ne, man kann da so ein bisschen mit Farben spielen. Meine ersten Prototypen, wo ich die zuerst ausprobiert habe, sind die hier. Die finde ich tatsächlich gerade am besten, also am schönsten. Ist alles Geschmackssache. Das habe ich mit Stempelkissen eingefärbt jeweils. Und die Blüten habe ich eben in Blau gehalten. Boah, die Fliege nervt gerade. Ja, die finde ich gerade eigentlich am schönsten im Gegensatz zu denen. Ich weiß nicht warum. Ja, und dann können wir jetzt eigentlich mal dekorieren. Boah, Fliege, nerv nicht. Ich schaue nur gerade, wie ich dekorieren möchte. In dem Set sind auch noch so Schmetterlinge dabei. Zwei verschiedene. Die sind aber nicht gelayert. Blödes Viech. Ja, ich denke, so kann ich es hinkleben. Geh weg. Auch nochmal von der Mitte dagegen drücken. Da kann man ein bisschen mehr rausgehen. War das ja nicht so ganz. So, die Blüten werde ich in 3D aufkleben. Da brauche ich die 3D-Pads. Also es war alles auf meiner Wunschliste, was ich mir rausgesucht habe. Und ich habe schon gesagt gehabt, das wird irgendwie nicht weniger auf meiner Wunschliste. Ich werde auch, wie gesagt, weiterhin bei Globalland bestellen. Auch wenn mich das ein bisschen ärgert. Aber okay. Passiert. Ich habe versucht, es zu richten. Ich habe es jetzt halt selbst gemacht, die Box. Wie gesagt,
ist mein Deckel da. Nochmal von innen dagegen drücken. So, und dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt zusammengehört. Ah ja, perfekt. Lässt sich super schließen. Ja, und jetzt könnte man entweder mit einer Lochzange zwei Löcher reinmachen und das dann halt mit einem Faden zumachen. Oder man kann es, habe ich welche da? Ja, leider aber nicht in der passenden. Oh, da habe ich welche da. Ich habe eine da, ich habe eine da. Man kann das dann auch so mit einer Klammer zumachen. Man kann dann halt nur ein wenig Band oder Decoration dran machen. Ich will das Video nicht in die Länge zögern. Aber wenn so funktionieren würde, würde das quasi so aussehen. Ich habe das halt auch schlicht gehalten, weil ich die Blüten im Vordergrund haben wollte. Wie gesagt, wenn es funktionieren würde, ich werde das Ganze, ich wiederhole mich, noch einmal bestellen für mich selber. Und werde das Ganze noch einmal testen. Ich finde das Set echt cool. Weil halt auch so viel dabei ist. Weil man halt so viel spielen kann. Aber halt schade, dass es nicht richtig funktioniert. Aber das wäre quasi das Endergebnis. Und ich finde die echt cool. Auch wenn das Futzelarbeit ist, weil man das ja alles so einzeln aufkleben muss. Aber ich finde die echt cool. Ne, wenn man da vielleicht mit Designerpapier oder in Vintage mit Buchseiten spielen würde oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach mal so ein bisschen Spielereien. Aber das wäre jetzt der erste Teil, sagen wir es mal so. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.